Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und willkommen hier im Hearthstone Gasthaus. Mein Name ist Ugrutz und ich werde mit euch heute ein bisschen Arena spielen. Wir hatten im letzten Let's Play schon mal 4 Siege vorgelegt. Wir haben ein recht solides Mage-Deck gedraftet mit einer extrem hohen Beteiligung von Zweierkarten, die aber gegen Ende von einigen Board-Clears und ein bisschen was an Endgame gebackupt wird. Wir haben sehr viele Value-Karten, die weitere Karten ziehen, die nicht aus unserem Deck kommen. Aus unserem Bett kommen sie auch nicht. Ja, es ist ein ganz nettes Zufallselement halt immer drin, je nachdem welche Karten man kriegt, was aus dem instabilen Portal rauskommt, wo die Riesenkröte hinschießt, was der Gegner so spielt und was er nicht spielt. Wir haben Zauberkünstler. Also ein sehr random Deck, was aber sehr solide Grundkarten mit drin hat. Wir haben einen Flammenstoß, wir haben 2 Blizzards, wir haben das Schaf, das heißt 4 Karten, die das komplette Board beschädigen können. Und ja, mit 4:0 gehen wir jetzt in diese Partie. Wir haben 0 Uhr, das heißt in Asien irgendwie morgens um 6. Und mit ein bisschen Glück haben wir dann schon die ersten Frühaufsteher am Apparat und nicht die letzten Cracks, die noch auf sind. Wobei die eventuell dann auch schon so müde sind, dass sie nicht mehr richtig aufpassen. Da haben wir einen Gegner gefunden. Und ja, schauen wir mal, was uns da blüht. Jaina, ja, gegen ein Paladin, natürlich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. So, wir haben nur 2er auf der Hand und sind als erster dran. Das ist ziemlich gut. Ja, die Hand kann man so lassen. Wenn wir es schaffen, früh den Druck aufzubauen, dann könnte das ganz gut funktionieren. Mein Reiz hier explodiert. Ach. Na, immerhin. Ändert jetzt unser Spiel ein ganz klein wenig, denn wir müssen jetzt die Kröte nehmen, obwohl wir eigentlich den Murloc hätten spielen wollen. Aber die Kröte dealt mit dem eigentlich ganz vortrefflich. Wenn er jetzt keinen Verstärker für seine Kreatur hat, dann kommen wir da ganz gut raus. Und selbst wenn er einen hat, stehen wir nicht schlecht da, denn wenn er ihm jetzt plus 3 gibt und dann tauscht, dann hat er 2 Karten geopfert für unsere eine. Noch eine, das ist ja frech. Und diesmal kriegt er es sogar hin. Da sagen wir einfach mal, gut gespielt. Den Tausch machen wir auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist jetzt, ob wir weiter Druck aufbauen. Oder ob wir den einfach aus dem Leben juken. Eigentlich ist die Karte, wenn wir den hier spielen, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er uns den 1-1er raushaut. Aber wir machen es trotzdem. Wir bauen Druck auf. Hoffen, dass er jetzt nicht in Runde 3 Master for Battle hat. Das würde uns ganz gehörig aus dem Konzept bringen. Aber warten wir mal ab. Ich frage mich, ob... Er überlegt auf jeden Fall schon mal lange. Das ist kein Nachteil für uns, hoffe ich. Okay, er macht das so. Ist natürlich für ihn immer noch ein guter Deal, selbst wenn jetzt unser zweiter Murloc da den Todesstoß gibt. So, ich glaube, das ist jetzt ein super Einsatz für... Tja, beide Spiele sind gut. Das hier wäre super für die Kurve. Das heißt, wir würden sein Board clearen und hätten eine große Bedrohung auf dem Board. Das hier wäre... Wir würden niemanden verlieren und hätten auch eine große Bedrohung auf dem Board. Also keine große, aber 2 kleine. Ich glaube, das hier gefällt mir minimal besser. Wir würden hier tauschen und hoffen, dass der Spucknapf auf den da geht.
Leider tut er es nicht, das heißt, wir müssen tauschen. Und dann ist die Bordposition doch nicht mehr so super, wie ich sie vorher gesehen habe. Denn ein Paladin, der 4 Siege hat, der hat auch jetzt einen True Silver Champion. Grüße. Nee, hat er nicht. Das ist schön. Melde mich zum Dienst. Damit können wir gut leben. Denn dann... Denn dann spielen wir 2-2. War keine gute Runde von uns, aber den verrückten Alchemisten jetzt zu spielen, empfand ich als nicht so mega sinnvoll. So, da ist der Golem. Melde mich zum Dienst. Und da ist ein kleiner Muckel. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Wir probieren es auf jeden Fall. Wir spielen hier noch eine dazu. In der Hoffnung, wir pitchen irgendwo rein, wo es wehtut. Jawohl, das könnte wehtun. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Rest? Eins, zwei, drei, reintauschen. Lass die Dunkelheit herein. Den nehmen wir raus. Das ist jetzt ein extremes Tempo-Play ohne viel Value. Aber mal sehen. Vielleicht bringt uns das zum Ziel. Unsere guten Karten sind ja alle noch im Deck. Wir haben bisher nur das Kleinzeug gezogen. Mogors Champion. Okay. Ich würde sagen... was würde ich denn sagen? Spielen wir einen Spott? Was soll ich nur tun? Wenn wir ihn dann treffen, können wir das Leben da drehen und draufhauen. Alternativ ist das hier natürlich ein Value Play. Ich habe genau das, was ihr braucht. Flammkanone ist natürlich auch schön. Zerstäuben hat auch was für sich. Aber ich glaube, die Flammenkanone bringt uns jetzt hier etwas mehr. Zieht! Hier gehen wir jetzt einfach mal strikt ins Gericht. Er hat eine große Karte. Das bringt uns keinen großen Vorteil, hier zu tauschen. Ja, das ist natürlich traurig. Aber passiert. Gedankenraub. Damit kriegt er zwei Kärtchen. Und das geht hoffentlich schief. Ja, es geht schief. Roms, Roms. Gibt da dem auf die Mütze. Da ist jetzt die Frage, wie machen wir das am geschicktesten? Ich würde sagen, wir spielen unseren Senjin. Das Dingo! Ja! Gucken, ob das trifft. Das trifft auch. Dann spielen wir... Ja, hauen wir den einfach um, würde ich sagen. Und hauen jetzt mal in einer Ruhephase das Portal raus und gucken, was wir da kriegen. Und es ist leider nur ein kleiner Mech-Warper. Also kein Game-Changer. Aber wenigstens tempomäßig liegen wir immer noch sehr, sehr weit vorne. 14. Hauptsache, er hat jetzt keinen Flamestrike gezogen. Aus dem Gedanken auch. Scheinbar nicht. Oh, scheinbar gar nicht. Melde mich zum Dienst. Okay. Gucken wir mal. Okay. Das kriegen wir doch hin. Das war so. Und so.
und dann können wir den für 3 spielen. Der Sieg gehört euch. Und haben dieses Spiel gewonnen. Der Gegner hat keine Lust mehr. Sehr, sehr nice. Wir haben einen halben Level gemacht, ungefähr 15 jetzt. Haben unsere Quest gelöst und somit ist die Arena schon ein voller Erfolg. Wir klettern jetzt hoffentlich noch ein bisschen weiter hoch. Ich würde die 7 gerne knacken, damit wir wieder im Plus landen. Wobei wir so oder so jetzt schon genug Gold haben, um uns die erste Solo-Mission kaufen zu können. Und das ist auch schön, dass ich euch das dann mal zeigen kann. Das könnt ihr nach ungefähr ein paar Tagen halt. Ihr müsst jetzt meine Let's Plays natürlich ein bisschen in Relation setzen. Ich mache ja nur jeden zweiten Tag mal irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ihr könnt natürlich wesentlich intensiver spielen, als ich das kann. Ihr kriegt pro 3 Siege 10 Gold. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ihr könnt jeden Tag Quests lösen, was ich hier nur bedingt tue. Da ich sie nur dann löse, wenn es gerade, wow, schade. Die auf der Starthand sind nicht so üppig. Den Alchemisten lassen wir trotzdem mal da. Man weiß ja nie, was der Gegner so für Ferkeleien im Sinn hat. Wir grüßen und das ist natürlich wieder ein Paladin. Der direkt mal krass anfängt hier. Da er das macht und das ein Get Down sein könnte, spielen wir den Berserker. Ergibt sich eine süße Synergie mit unserem Alchemisten, sollte er jetzt nichts Aufregendes machen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Wird es uns allen zeigen. Noch ein. Wie viele hast du gedraftet, Kollege? Zack. Er hat noch eins gedraftet. Dann, ja. Glaube ich, finde ich das witzig, wenn wir den sofort spielen. Weil ansonsten könnte uns mit sehr vielen Karten jetzt hier Ärger machen. Mein neues Rezept wird euch gefallen. 5-1. Und sobald er verletzt ist, kriegt er wieder die plus 3 Angriff. Das heißt, wir haben im Prinzip einen 4-4er in Runde 2. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Okay. Dann müssen wir dann wohl pitchen. Wen soll ich töten? Mit ihm müssen wir's, nee, da müssen wir es probieren. Da ist das Get Down. Er kriegt jetzt den Bonus. Drängt mich nicht. Aber wir können mit dem Berserker nächste Runde immer noch tauschen. Das heißt, es ist jetzt nicht katastrophal gelaufen für uns. Wenn auch gleich nicht gut. Ne? Also, man kann natürlich jetzt hier den Benefit rausholen. Ich kann das Mana schmecken. Mana-Süchtige. Okay. Melde mich zum Dienst. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt natürlich gierig. Wen soll ich töten? Den hauen wir mal um. Den pitchen wir an. Und wir holen eine Kröte dazu. Wir können jetzt böse dafür bestraft werden. Es kann aber auch extrem gut laufen für uns jetzt. Der tauscht uns jetzt hier selber. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Und probiert's nochmal. Höp, höp, okay. Das lief nicht schlecht für ihn. Gebe ich ihm. Den Credit gebe ich ihm. Ja, wir spielen jetzt einfach den Pitfighter. Jetzt seid ihr dran! Mit dem muss er sich dann jetzt erstmal beschäftigen. Und wir haben zum Glück den Blizzard auf der Hand. Okay, das ist... Ugh.
Melde mich zum Dienst. Ferkelchen. Oh Quatsch. Ferkelchen tot. Und er geht ins Gesicht. Wie revanchieren wir uns denn dann angemessen? Ich hab schmutzige Tricks. Würde sagen, wir hauen den weg. Und casten den Blizzard. Damit haben wir das Board wieder ausgeglichen und kartenmäßig steht er jetzt richtig scheiße. Das ist natürlich eine geile Karte. Melde mich zum Dienst. Ja, und zum Glück nicht das Beste rausgekommen, was hätte rauskommen können. Ich habe Gucken genau wir mal, was das, wir hier Schönes was ziehen. Ihr braucht. Ein Kältekegel ist natürlich nice. Ich hab schmutzige Tricks. Der muss weg. Der muss auch weg. Und wir müssen hoffen, dass er tauscht. Also er wird es wahrscheinlich nicht tun. Wenn er es nicht tut, können wir allerdings nochmal wieder gierig sein. Und den Murloc... Pfui. Das ist Pfui. Ja, wir können 4 und 4 machen. Das Dingo! Ja! Und uns ein bisschen Zeit erkaufen. Ein Gottesschild. Melde mich zum Dienst. Wie machen wir das am geschicktesten jetzt? Wir könnten den Drachen und den töten. Gewinnen dadurch immerhin Zeit. Ja, Mann! Ist natürlich doof, wenn er es jetzt schafft, unseren Spott aus dem Weg zu räumen. Dann kriegt er die Krake für Lau mit dazu. Macht er aber nicht, das ist dann für uns wiederum ganz gut. Das heißt, wir können den Typen aus dem Weg räumen. Wir können ihn sogar ganz gut aus dem Weg räumen. 2, 4, 7, 9. Spielt ihr gern mit Feuer? Ein bisschen Druck aufbauen. Bei Damage und Karte ziehen, er fischt nach Lösungen. Und Schredder. Das ist sowas ähnliches wie eine Lösung. Melde mich zum Dienst. Ich gucken habe erstmal, was genau wir hier Schönes kriegen. Was ihr braucht. Eine Frostnova. Ich glaube, die gefällt mir. Den nehmen wir auch direkt mal. Damit ist er nämlich jetzt eigentlich tot, wenn er nicht einen Board Clear auf der Hand hat. Oder einen, der den zum Spotter macht oder was weiß ich nicht alles. Niemand stiehlt okay. Unsere Geheimnisse. Das bringt's nicht. Melde mich zum Dienst. Damit ist er tot. Der Sieg gehört euch. Gut gespielt. Gut gespielt. Sehr schön. War ein bisschen knapper diesmal. Wir haben aber die Kurve noch gekriegt. Sind jetzt Level 16 und haben 6 Siege auf dem Konto. Und drücken direkt wieder abspielen.
So, unsere Gegner lassen sich bitten. Scheinbar wird die Decke derer, die morgens vor 7 Uhr schon spielen und 6 Siege auf der Mappe haben, etwas geringer. Aber da haben wir einen Gegner. Lass mich raten, ein Paladin. Nein, ein Schub. Okay. Das klingt aggressiv. Wer so viele Siege hat als Schurke, hat sicherlich ein Agro-Deck. Deswegen geben wir den guten Kämpferin mal weg, behalten das Schaf als Backup und Wichtelmeister als 3. Ist uns eigentlich zu langsam. Wir haben so viele Zweier im Deck, wir müssten eigentlich davon mehr auf der Hand haben als einen. Hallo. Wir sagen auf jeden Fall erstmal Grüße. Haben einen Flamestrike, okay, das wird ein langes Spiel oder ein sehr kurzes. Okay. Wir spielen unser Ei. Explosives Schaf. Sehr nice. So, es zwingt ihn jetzt im Prinzip dazu, seinen Dolch zu benutzen, denn wenn er das Schaf mit dem MechWarper tötet, ist der MechWarper tot, er kann seine Fähigkeit nicht mehr nutzen und hat wahrscheinlich jetzt einen Schredder auf der Hand, den er gerne loswerden wollen würde. Alternativ ist natürlich, er haut das Ei und kann damit unserem Neruba schon mal wieder gut Schaden zufügen, wenn dann das Schaf explodiert. Also Ei töten, Backstep auf den Neruba und dann... Oh, das war falsch gespielt, Kollege. Das war richtig, richtig falsch. Okay, so geht's natürlich auch. Aber das ist ja... Das hätte er eleganter haben können. Und es hätte sein MechWarper mit vollem Leben überlebt. Aber gut zu wissen... ja, wir hauen jetzt, da wir noch genug Leben haben, erstmal den Wassereder raus. Er hat einfach den stärksten Körper mit 3,6 im Gegensatz zu 3,5. Und Sport hat er so oder so, denn ein Schurke will das ja nicht hier riskieren, dass er den Rest des Spiels eingefroren ist. Wow, er muss es jetzt mit dem Kopf machen. Mutige Aktion. Zack, zack, aber er tut, was getan werden muss. Respekt und Anerkennung. Und er baut Druck auf. Seid gegrüßt. Okay. Wir spielen wieder den stärkeren Minion ohne Spott. Denn er ist diese Runde noch ein bisschen gehandicapt. Und ja. Spielt da einen komischen Gorilla-Bot. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt Masse statt Klasse. Vielleicht. Oder hauen wir ihm einfach mehrere Runden hintereinander mit demselben auf die Moppe. Er wird sich jetzt denken, cool, mein Regent hat überlebt. Er wird sich jetzt vielleicht eine Waffe machen und sich dadurch einen kleinen Minion holen. Aber das ist natürlich genau das, was wir gerne möchten. Denn wir haben ja die AE noch auf der Hand. Er wird wieder mit seinem Kopf reingehen. Meine Augen sind heilt sich. Okay. Macht einen Ausfall. Das ist nicht schlecht gespielt jetzt. Kann er unser Board clearen? Das ist jetzt gar nicht mal so cool.
Der Kollege ist teuer gespielt und gar nicht mal so sinnvoll gegen die Kombi. Aber er müsste uns schon wieder mit seinem Gesicht hauen. Okay, er setzt eine Runde aus. Jetzt hoffen wir, dass wir irgendwas ziehen. Ziehen eine Spinne. Wow. Und ziehen mit der Spinne noch eine Spinne. Ist die Frage, ob... Das ist eine Kackkarte, aber die ist jetzt in der Situation tatsächlich das Beste, was wir ziehen können. Weil er da erstmal dran vorbei muss und der Drache kann in der Zeit Arbeit verrichten. Jetzt hat er den Arsch voll Karten. Und wir hoffen, dass er viele Karten spielen kann und wenig Spells. Also möglichst viele Minions, denn wir haben jetzt zwei Runden hintereinander weg richtig massiv die Möglichkeit, ihm einen einzuschenken. Kopfnuss. Okay. Na gut, die Karte ist weg. Sechs Karten auf der Hand, eine auf dem Brett. Also hat er 7 gegen unsere 6. Ich frage mich, fünf Karten mehr aus seinem Deck gezogen. Die Tore sind geöffnet. Okay. Damit können wir leben. Ich glaube, der Flamestrike ist hier die beste Alternative. Lässt uns 2 Mana, um ihn wegzupitchen. Bauen dann zwar keinen weiteren Druck auf und machen nur 4 Schaden. Aber das reicht uns an der Stelle. Er hat jetzt 6 Karten gegen unsere 6. Und kein Board mehr. Okay. Okay. Jetzt kommt... Was kommt jetzt? Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Jetzt legen wir ihn noch eine Runde lahm. Geben ihm nochmal 4. 5. Und hoffen, dass er jetzt nichts großartig dagegen tun kann, dann ist nämlich vorbei. Dolchfächer, er fischt nach Lösungen. Und das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Sein Ende. Gut gespielt. Und wir haben ein 7 zu 0. Hoppla. Der Schuss war jetzt noch nötig. Den mussten wir noch einschenken. So, wir haben immerhin, würde ich sagen, nur ein bisschen mehr als ein Viertel Level gemacht. Und stehen 7-0. Das heißt, wir machen noch ein Spielchen. Alles, was wir jetzt noch on top kriegen, ist einfach nur ein grandioser Bonus. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Jaina gegen Rexa. Okay, das wird das wahrscheinlich beginnen. In unser Gesicht dabei. Gehen. Wir haben 2-2-3, sind zuerst dran. Ich glaube, die Hand gefällt mir soweit ganz gut. Wir haben ein bisschen Removal, falls er uns direkt sehr unter Druck setzt. Wir haben aber auch einfach Karten, um unser Board vernünftig aufzubauen. Hallo. Wir sagen Grüße. Wir haben also eine 2-3-4 oder eine 2-4, wenn er keinen Druck macht. Okay, das ist erstmal noch nicht so weiter bedrohlich. Aber natürlich eine Value-Karte. Also da kann jetzt, wenn er den opfert, auch irgendwas Schönes bei rumkommen natürlich. Oh, Arkanschuss.
Oh, setzt das Leben auf 1. Okay. Das ist allerdings noch nicht so schlimm für uns gedacht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Kann ich auch. Könnte ich auch. Aber ich glaube, wir geben ihm noch eine Runde Initiative. Dann haben wir nämlich selber einen Apfel auf dem Kopf und können da eventuell Druck aufbauen. Okay. So, nehmen wir Sengin, nehmen wir die Spinne, wir nehmen... Das Dingo! Ja. Wir nehmen mal Sengin. Die Hoffnung, dass er keine zwei Schaden auf der Hand hat. Eure Magie wird euch nicht retten. Okay. Keine Lösung, das finde ich gut. Den zu spielen ist jetzt allerdings auch nicht so monströs pfiffig. Da ist der Apfelkopf fast besser. Ich frage mich, ob... Oder Mr. Value. Ja, Mann! Das sollten wir auf jeden Fall schon mal machen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Zeit für ein bisschen Blut vergießen. So, wir nehmen den Berserker, einfach damit unser Messerjongleur eine Chance hat zu überleben, denn der Berserker stellt natürlich die höhere Gefahr dar, weil ich ihn selber pitchen kann, um damit 5 Schaden zu machen. Was jetzt für uns doof wäre, wäre eine Falle. Oder ein Explosionsschuss auf den Messerjongleur. Wäre unser Board nämlich weg. Er geht trotzdem auf den Messerjongleur und holt das da. Okay. Damit kann ich gut leben. Holen wir uns mal ein Spell. Ich habe genau das, was ihr braucht. Eine Flammenkanone oder ein Arkanschlag. Oder 8 Damage. Ich glaube, wir nehmen die Flammenkanone und tauschen. Haben jetzt ein bisschen Druck da liegen, 11 Schaden. Drei Netzweber. Okay. Soll eine Waffe sein? Überlasst es ruhig mir. Wir haben noch mal ein bisschen Agro an der Stelle. Bauen mehr Druck auf. Ich kann jetzt hier reintauschen, muss ich dann aber entscheiden, ob gegen den Dreier oder gegen den Zweier. Okay, er kann beide rausnehmen. Zweites Mal des Jägers. Okay, dann ist unser Druck deutlich gesunken und er hat noch volle 7 Mana, um 2, 4, 6, 8 aus 8 Karten auszusuchen, was er spielt. Die Wahrheit ist mein Schild. Tut uns damit allerdings jetzt schon einen Gefallen, so ein ganz klein wenig. So.
Mein neues Rezept wird euch gefallen. Fertig. Lass die Dunkelheit her. So, jetzt haben wir wieder massiven Druck. Auch nur noch eine Karte auf der Hand, aber die ist wenigstens zwei Karten wert. Und das Tempo ist natürlich auf unserer Seite. Wow. Nurlock. Wie süß ist das denn? Ja, nicht schlecht. Dann kann er den Zwerg rausnehmen. Er geht ins Gesicht. Wow. Respekt, Herr Kollege. Das ist natürlich die größte Bedrohung. Ja. GG. Boxen wir den mal weg. Und verteilen ein bisschen. Fertig, gut gekämpft. Ich ergebe mich. Gut gespielt. Und wir setzen unsere Siegesserie fort. Liegen also jetzt 8:0 vorne und werden dann im nächsten Let's Play diese Arena zu Ende bringen, egal wie. Ja, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, irgendwas wissen wollt, warum ich wie spiele oder wie auch immer, beteiligt euch gerne. Ihr könnt natürlich auch einfach nur still zuschauen. Stört mich genauso wenig. Aber vielleicht wollt ihr auch das ein oder andere gerne wissen oder Tipps haben, was auch immer. Stellt eure Fragen in die Kommentare, ich beantworte alles ganz gerne. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ogenwitz.